Ich schwöre bei Zeus und bei den Göttern. Das hätte ich gerne schriftlich. Männer, Soldaten, Makedonen, ich grüße euch. Yeah! Unsere Reise war lang, aber noch sind wir nicht am Ziel. Noch nicht ganz. Denn heute wird Persien... Entschuldigung, mein König. Ihr seid hier hinten sehr schlecht zu verstehen. Was? Ja, genau das meine ich. Sie sind hier hinten sehr schlecht zu hören. Ja, gerne ein bisschen lauter. Und deutlicher. Ich sagte, wir sind noch nicht am Ziel. Immer noch schlecht, mein König. Ja, dann kommt doch ein bisschen näher. Und näher zusammen vielleicht. So, Männer. Heute wird Persien fallen. Ich sagte, heute wird Persien fallen. Ja, das haben wir jetzt verstanden. Aber warum muss Persien eigentlich fallen? Warum? Um das makedonische Reich zu vergrößern. Ja, aber Griechenland ist doch schon riesig. Ja, es geht ja nicht nur um die Größe, es geht ja auch um die Reichtümer Persiens. Zum Beispiel? Zum Beispiel? Zum Beispiel Bodenschätze. Was denn für Bodenschätze? Hier gibt's doch nur Sand und Kamelscheiße. Sie müssen sich das mal vorstellen. Sie sind König, unangefochtener Befehlshaber. Sie sind 2000 Kilometer bis an die persische Grenze marschiert und plötzlich fangen 35.000 Mann an, mit ihnen zu diskutieren. Leck mich am Olymp, du. Aber es geht ja auch um die Handelswege und um die Güter des Landes. Tücher, Seide, Gewürze. Was für Gewürze? Was weiß ich? Ich bin König und kein Gewürzhändler. Naja, es wäre schon schön zu wissen, wofür wir hier die Rübe hinhalten. Ja, also gut. Zum Beispiel Safran. Was? Meine Frau sagt, Safran macht alles nur gelb und schmeckt nach gar nichts. Woher kennt deine Frau denn Safran? Meine Frau ist Perserin. Von daher finde ich das eh nicht so klasse mit dem Erobern. Es ist heiß, ständig ist überall Sand in Klamotten, kein Wasser weit und breit, nicht mal ein anständiger Wein. Die Weiber sind so behaart wie bei uns die Kerle. Ja, und das Essen ist immer nur scharf, scharf, scharf. Also das war's jetzt, oder was? Ist das euer Ernst? Wir sind 12 Wochen lang hierher gelatscht und jetzt drehen wir wieder um, weil euch Safran nicht schmeckt. Ja, wir sind gelatscht. Der feine Herr König ist ja geritten. Genau. Und das alles in diesen scheiß Sandalen. Uns tun die Füße weh. Und wir haben Hunger. Ja. Ohne was zu essen erobere ich hier gar nichts. Nee. Aber unsere Verpflegung ist doch aufgebraucht. Deswegen sage ich doch, lasst uns Persien einnehmen und uns nehmen, was uns zusteht. Die haben doch in Persien alles. Essen, trinken, Weiber, was ihr wollt, so viel ihr wollt. Versprochen? Ja, versprochen. Ihr müsst es euch nur nehmen. Schwör es. Ich schwöre bei Zeus und bei den Göttern. Das hätte ich gerne schriftlich. Ja, nur ein Spaß. Also, Männer, zeigen wir den Persern, wer die wahren Herrscher der Welt sind. Die Makedoner! Ja! Seid ihr bereit? Ja! Ja! Attacke! Ja! Ja! Andere Richtung! Andere Richtung! Also, ich bleibe dabei. Das war Quatsch, für ein bisschen Safran bis nach Persien zu latschen. So viele Menschen mussten dafür sterben. Obwohl, wenn man so ein bisschen davon ans Rührei macht, ist lecker.